Hey, Lana. Check deine Mails, jetzt. Was? Oh. Egal, wer das war, es spricht dafür, dass Marnie Calvary umgebracht hat. Und nicht nur Calvary. Hör die Aufnahme an. Unglaublich, wie diese blöde Marnie ihr Maul aufreißt. Wir müssen aufpassen, sonst lässt sie die ganze Operation platzen. Was sagt sie? Sie hat mich bedroht. Uns alle. Sie ist außer Kontrolle. Jemand hatte das jahrelang in seinem Besitz. Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Sollte ich? Es wurde bestätigt. Es sind zwei der Officer, die der Trapper getötet hat. Verdammt, weißt du? Was? Marnie verhält sich wirklich seltsam. Ich sag's nur ungern, aber es passt zusammen. Schön, Sie wiederzusehen, Daniela. Der Festnahme widersetzt? Oh, oh. Sie stecken in Schwierigkeiten. Lecken Sie mich. Und hallo? Finn hat ausgepackt. Wir wissen, dass Sie 2012 keine Geisel waren. Daniela, Sie haben Fehler gemacht. Aber Sie sind ein Opfer. Und Ihre Schwester? Tut mir leid, was Sie durchmachen mussten. Das System hat versagt. Das machte sie wütend. Sie wollten sich rächen. Hat Adam Jones versprochen, das zu tun? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, wissen Sie. Und das macht Sie zur Komplizin. Sieht nicht gut aus für Sie, aber wenn Sie uns helfen, helfen wir Ihnen. Klar. Er hat sich das ausgedacht. Er hat es den Schweinen gezeigt, die mir und Izzy wehtaten. Aber keine Ahnung, wo er jetzt ist. Sie haben ihn seit der Festnahme nicht gesehen? Nur einmal. Er hat mich nicht erkannt. Er sah ganz anders aus, aber ich habe ihn erkannt. Sein unheimlicher Blick ist unverkennbar, selbst herausgeputzt. Herausgeputzt? Keine Ahnung, er ist Polizeiarzt oder sowas. Detective Nelson, ich muss Sie sprechen. Wir sind gerade beschäftigt. Jetzt. Sie bleiben hier. Jemand wurde entführt. Richter Wenstone. Ein Zeuge sagt, Becky Marnie hat ihn entführt. Ja, da sind wir wieder. Juhu. Shit, habe ich mich wohl echt zu früh gefreut. Und was auch echt fies ist, den Punkt, den man da treffen muss. Ich weiß nicht, ob es wirklich bloß an meinem alten Handy liegt oder so. Oder ob ich jetzt da nervös war, dass man... Ich finde es halt sehr fies, dass der Punkt, den wir treffen müssen... Ja, beruhig dich, Becky. Dass der Punkt, den wir treffen müssen, arschklein ist, damit wir da wegkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Hillary war, der Drecksack. Aber, Entschuldigung, wenn ich jetzt erstmal drüber hier drüber quatsche, aber... wer ist sie? Mach mal, wer ist sie? Wir haben hier neue Entscheidungsmöglichkeiten. Ich probiere mal ein bisschen was. Sie? Was? Es war... Wer ist sie? Es war eine Frau. Eine verdammte Hure. Was hat sie getan? Was macht der Kampfdetektiv Marnie? Sie suchen nach ihm. Sie wissen alles, dass sie alle getötet haben. Es gibt keinen Kampf. Sie sind der Trapper, Becky. Wer sind Sie? Wieso tun Sie das? Simon,
Ich weiß, Sie sind es, Simon. Adam? Ich weiß alles. Beeindruckend. Tut mir fast leid, dass niemand erfahren wird, was für ein guter Detective Sie sind. Wie Sie sehen, befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Vanstones Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy, das ich chirurgisch in seinen Magen implantiert habe. Das Handy ist nur der Timer. Aber jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Je schneller sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht? Game over. Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhaften. Manchmal ist Töten die einzige Option. Was? Sie können weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Ihre Waffe liegt nicht ohne Grund noch dort. Stoppt sein Herz. Stoppt den Timer. Es kann nicht Ihr Ernst sein. Das kann sein, was immer ich will. Sie können leben oder Sie können sterben. Es liegt bei Ihnen. Was hat er gesagt? Was halt unglaublich fies ist. Was halt echt unglaublich fies ist. Ich würde jetzt gerne die. Ja, ich würde gerne fliehen versuchen, aber ich glaube, er wird es so oder so. Wir haben was noch. Was hat er gesagt? Wir haben ja noch Durchgang. Können Sie mich hier rausholen, bitte! Ich werde wahrscheinlich genau dasselbe machen wie beim letzten Mal. Es wird, glaube ich, nicht anders gehen, oder? Aber ich werde damit trotzdem. Ich weiß halt nicht, wie ich es trotzdem sonst voran wegkommen sollte. Nein. Nein, bitte! Bitte nicht! Nein. Fuck! Kann ich. Ich kann nicht! Oh, oh Gott! Oh Gott! Danke! Was ist los? Oh Gott. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Wieso in aller Welt? Shh. Bitte, bitte, bitte. Bleiben Sie ruhig. Ganz ruhig. Ich. Scheiße. Wenn der Timer abläuft, sind wir beide tot. Wie viel Zeit? Nicht sehr viel. Aber je ruhiger. Je ruhiger Sie sind, desto mehr Zeit bleibt, um Sie zu retten, okay? Bleiben Sie ruhig. Wenn Sie das Handy rausholen, kann es mir nichts tun, oder? Sie müssen es rausholen! Nein, bitte! Ich reiß nicht aus! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Tom Nelson. Hey, Becky, wo bist du? Oh Gott, Tom. Hast du ihn wirklich entführt, Richter Vanstone?
Es hieß, du bist im Elliot Hotel. Wir stehen davor, jetzt gerade. Ich bin im Hotel, aber Sie müssen mir helfen. Bitte. Verdammt. 2 Minuten. Dann kommt das SWAT-Team. Geh. Jetzt. Jetzt habe ich's geschafft. Tom. Danke. Ziemlich knapp, Tom. Ist hier. Adam ist da drin. Na los, schnappen wir ihn. Wir müssen jetzt handeln. Nein. Nein, ich gehe allein. Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Sie sollen ist. Verschwinden. Nicht bewegen! Keine Bewegung! Sie haben mich. Okay, jetzt kann ich auch wieder was sagen. Schön. Und es ist echt bemerkenswert, wie listig die Entwickler sein können. Zumindest wenn es um die Psyche geht. Weil ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich den Fehler in der Bar gemacht habe. Oder jetzt auch, wo wir aus der Bar raus sind. Nein, ich habe den Fehler bei dem Richter gemacht, um da gut rauszukommen. Aber ich bin ja davon ausgegangen, okay, wir werden ja noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu ermitteln. Ne? Wir werden ihn jetzt nicht gleich kriegen, aber ich will ihn schon gerne festnehmen. Ich will ihn nicht kalt machen. Nur was macht man dann im richtigen Moment? Geschossen habe ich bisher noch gar nicht im Spiel. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht nötig. Nur weiß ich jetzt leider nicht. Ich werde wieder aus dem Bauch mehr oder weniger rausentscheiden, was ich zu ihm sagen sollte. Es ist auf jeden Fall Hillary, jetzt ist es klar. Obwohl mich das mit der Frau immer noch ein bisschen stutzig macht. Aber na gut. Wir sind verständnisvoll, oder? Wir waren immer nett zu Hillary. Außer das eine Mal. Aber gut, da waren wir auch unter Stress. Okay, wir gucken mal. Simon? Sie haben, was Sie wollten, oder? Sie wissen nicht, was ich will. Sie wollten Rache an denen, die Sie quälten. Und Johnny? Er sollte dafür nie den Kopf hinhalten. Messer weg. Stellen Sie sich. Gestehen Sie, und das ist alles vorbei. Sie haben, was Sie wollten. Nein, Detective Marnie. Was wir wollten, war eine Zukunft. Wir hatten nie eine. Und dank Ihnen bleibt das so. Fuck. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Aber wir haben ja noch einen zweiten Durchgang. Ich hatte ja ein bisschen gehofft gehabt, naja. Ich hatte ja gehofft gehabt, dass sie vielleicht ihn nur anschießt. Jetzt hat sie ihn doch erschossen. Ich glaube, es gibt aber noch eine Möglichkeit, ihn so zu kriegen. Ihn laufen zu lassen. Finn wäre noch draußen gewesen. Der ist, glaube ich, nicht weggegangen. Kann ich aber nicht genau sagen.
Und was ich auch nicht sagen kann, weil ich gucke ja, ganz gerne durch, durch die Trophäen, ne? Es gibt halt noch mehrere Sachen, die wir machen könnten. Einige werde ich auf jeden Fall nicht anders machen. Oder warte mal, ich erzähl's gleich. Warte. Vor einigen Stunden ist Richter William Vanstone aus seinem Haus im Osten der Stadt entführt worden. Er wurde bereits gerettet und erholt sich im Kreis seiner Familie. Detective Marnie floh vom Tatort und drang dann gewaltsam in das Haus von Simon Hillary ein, einem Gerichtsmediziner von der lokalen Polizei. Detective Becky Marnie hatte Simon Hillary mit dem Mord an Detective Jack Calvary in Verbindung gebracht. Simon Hillary, ein Gerichtsmediziner bei der lokalen Polizeidirektion, galt als dringend tatverdächtig und wurde nun in seinem Haus im Stadtviertel South Bank von Polizeibeamten erschossen. Akten zufolge, die wir von einer anonymen Quelle bei der Polizei erhalten haben, war Detective Marnie an den berüchtigten Trapper-Morden im Jahr 2012 beteiligt, die bislang Jonathan Finn zugeschrieben wurden. Unbestätigten Berichten zufolge war möglicherweise Detective Becky Marnie an der Flucht des verurteilten Serienmörders Jonathan Finn beteiligt. Jonathan Finn wurde verhaftet und unterstützt unseren Berichten zufolge die Polizei bei ihren Ermittlungen. Es heißt, er habe bei der Identifizierung Hillarys als Verdächtigen eine Schlüsselrolle gespielt. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Dies ist ein dunkler Tag für die Polizei. Doch ich versichere Ihnen, dass wir alles Nötige tun. Einschließlich einer rigorosen internen Untersuchung. Damit eine derartige Täuschung der Justiz nie wieder vorkommen kann. Niemand verdächtigte Simon Hillary. Er hat uns alle getäuscht. Naja, nicht uns alle. Nicht meine Partnerin. Sie sagen also, dass Marnie Ihnen half? Ich sage nur, was passiert ist. Glauben Sie, es könnte möglich sein, dass sie an einer Art multiplen Persönlichkeitsstörung litt? Sie denken, sie war verrückt? Gut und böse zugleich? In dieser Stadt ist alles möglich. Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich wollte nicht, dass das passiert. Nichts wird mir meine Schwester zurückbringen. Kapieren Sie das? Marnie, sie ist eine harte Nuss und ja, sie hat ein paar Probleme, aber ich hätte ihr glauben sollen. Sie hatte recht. Und was ist mit den Vorwürfen? Die Vorwürfe? Das ist alles Blödsinn. Schade, dass sich unsere gute Frau Marnie nicht auch nochmal zu Wort gemeldet hat. Darauf habe ich eigentlich noch ein bisschen gewartet. Ja, ist nicht das optimalste Ende, aber wir sind... Die Vorwürfe stehen immer noch ein bisschen im Raum. Ja, aber wie gesagt, wir haben noch einen zweiten Durchgang, einen zweiten Durchlauf. Der wird sich aber, denke ich mal, von den Folgenlängen doch ein bisschen sehr, sehr viel länger erstrecken, sage ich mal. Da würde ich es halt gerne so machen, wenn wir eh schon drei Teile haben, dass ich halt nach jedem dritten Teil die ganze Geschichte, oder die Folge dann beende, ne? Und ich werde auch heute oder jetzt hier den kompletten Dings nicht durchlaufen lassen. Ich werde überspringen kann ich ihn komischerweise jetzt nicht, aber vielleicht später nochmal auf jeden Fall. Ich werde es so schneiden, dass der nicht wieder komplett durchläuft, weil der doch recht lange ist. Und ihr ihn theoretisch schon gesehen haben solltet. Ja. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas hatte ich noch. Wo ich mich vorhin selber unterbrochen habe, aber weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, Dings finden müsste ja draußen stehen. Eigentlich, wenn er uns loyal gegenüber ist, was er sein sollte, müsste er ihn ja schnappen. Und dass wir so günstig aus der Sache rauskommen. Natürlich würde ich es auch gerne versuchen, gerade bei dem, wo wir im Auto angegriffen wurden, um ins Hotel zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen können. Es kann auch sein, dass das gar nicht geht. Wenn das nicht gehen sollte, ist aber nicht schlimm. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich da zu tun habe, damit wir bei Hillary wieder rein können. Natürlich würde ich auch gerne ausprobieren, was ist, wenn ich gleich am Anfang den Dings erschießen würde oder wenn ich den gar nicht freilassen würde.
Ja, aber dann gibt es dieses Ganze nicht nochmal. Ich meine, wir haben jetzt schon zweimal das Ende gesehen. Und ich glaube, für ein Let's Play ist es auch okay, wenn ich es dabei belasse, wenn wir das Ganze oder den ganzen Film, sage ich mal, zweimal durchhaben. Habe ich ja bei Dings ähnlich gemacht, bei Until Dawn, bloß dass es dann da halt im Livestream war. Ja, wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, nochmal zu sehen, wie ich andere Entscheidungen treffe oder wo wir dann am Ende beim zweiten Durchlauf reinkommen, weil man muss halt einfach bei so einem Spiel muss man halt auf jeden Fall einen zweiten Durchlauf machen. Ja, wenn euch das interessiert, dann gerne auf jeden Fall morgen wieder reinschauen. Wie gesagt, wir werden da Kapitel 1 spielen, dann 2, dann 3. Das wird halt nochmal 3 Folgen gehen. Ich werde mich da wahrscheinlich auch, und das werde ich wahrscheinlich morgen dann nochmal sagen, relativ viel rausnehmen, weil wie gesagt, ich habe ja bis zum gewissen Punkt meine Dings gemacht, meine Aufzeichnung gemacht, werde danach, denke ich mal, auch handeln. Da ist nicht alles sehr wertvoll für die Entwicklung des Falls, glaube ich zumindest. Einige Punkte schon, aber da weiß ich Gott sei Dank, wo die sind. Was ich aber noch gerne machen würde, ich glaube, wir konnten ja bloß 2 Dings, hier 2 Tatorte nochmal untersuchen, ne? Das war ja einmal das Waisenhaus und einmal der Priester. Das erste Opfer. Ich glaube, da würde ich, also beim Waisenhaus werde ich auf jeden Fall bleiben. Aber wir haben noch einen anderen Ort, den wir gar nicht kennen. Da bin ich auch noch drauf gespannt. So, jetzt habe ich aber genug gespoilert, wo die Reise hingehen wird. Wie gesagt, wenn ihr es nicht kennt und euch das Ganze in Ruhe reinziehen werdet, ich werde mich, wie gesagt, ziemlich viel rausnehmen, außer da, wo ich jetzt noch nicht genau weiß. Ne? Oder vielleicht bei den Suchsachen, dass ich da vielleicht mal was sage. Aber es geht halt auch einfach so ein bisschen schneller. Ne? Das meiste hat man ja schon gehört, gesehen. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder mit, oder ich hatte das... Es war interessant für euch jetzt nochmal hier eine andere Runde zu sehen, auch wenn das wahrscheinlich jetzt nochmal 2 Folgen gedauert hat. Ich hoffe, da ist mir keiner böse, wenn ich das nochmal geteilt habe. Aber ich wollte es halt aus dem Grund machen, weil die anderen 3 Folgen sehr lang werden. Also, alles klar. Gut, also wie gesagt, wer Bock hat, gerne morgen dann nochmal reinschauen zur nächsten Runde. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen zu einer weiteren Folge wieder. Also bis denn. Ciao, ciao.